Guten Abend miteinander und herzlich willkommen heute Abend hier im Politforum Bern im Käfigturm. Mein Name ist Michael Braunschweig und ich begrüße Sie zur heutigen Podiumsdiskussion mit einer auserlesenen Zahl von Gästen, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde. Ganz kurz zwei, drei Worte zum Ort, an dem wir uns befinden. Das Politforum Bern ist ein Ort der Debatte und des Dialogs zu gesellschaftlichen und politischen Themen im Herzen der Bundesstadt und am Puls der Politik. Und das Thema des heutigen Abends könnte pulsierender, aktueller nicht sein. Gerade gestern hat der Ständerat nämlich eine über Jahre zwischen den Räten hin und her geschobene parlamentarische Initiative nun doch beschlossen, zu der wir dann heute Abend auch noch kommen werden, bei der es um Regelungen des Zugangs von Lobbyisten zum Parlament geht. Das Politforum Bern wird getragen von Stadt, Kanton und Bürgergemeinde Bern und von den beiden nationalen Verbänden der evangelisch-reformierten und der römisch-katholischen Landeskirchen. Wer hat die Macht in diesem Land? In einem modernen Rechtsstaat hängt die Antwort auf diese Frage stark davon ab, wer die Gesetzgebung bestimmen und beeinflussen kann. Wer also das Parlament dominiert oder zumindest die Parlamentarierinnen und Parlamentarier beeinflussen kann. Macht und Einfluss zu haben, hängt vor allem auch davon ab, Netzwerke aufzubauen, das Vertrauen von Parlamentskolleginnen und Kollegen zu gewinnen und sich für die Interessen anderer einzusetzen und diese Interessen in der Gesetzgebung einzubringen. Je subtiler, desto besser. Ein wichtiges Mittel zur Begrenzung dieser Macht sind die Wahlen. Und in gut einem Monat wählen Sie, wählen wir zum 51. Mal das nationale Parlament dieses Landes. Sie werden mitbestimmen, wer in diesem Land wie viel Einfluss haben soll in den nächsten 4 Jahren. Sie kennen die Kandidatinnen und Kandidaten Ihres Herzens, wissen, wer Ihnen mehr oder weniger sympathisch ist, wer Ihre Interessen, Ihr Weltbild vertritt. Aber wissen Sie das so genau? Wie transparent ist der politische Betrieb in Bern? Wer nimmt wie Einfluss? Wer vertritt welche Interessen und wer wird von wem bezahlt? Und wen wählen wir eigentlich? Volks- oder Interessenvertreterinnen und Vertreter? Oder sind starke Lobbys und ein Milizparlament gar zwei Seiten der gleichen Medaille? Lobbys im Parlament, das ist das Thema des heutigen Abends. Und diese Fragen, ähnliche Fragen, werden wir heute diskutieren. Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung Wozu wählen, die Sie derzeit bis zu den nationalen Wahlen im Turm hier besichtigen können. Ich freue mich auf die Debatte des heutigen Abends und darf nun unsere Gäste vorstellen. Da ist, ich mache das in alphabetischer Reihenfolge, das ist am wenigsten verfänglich, nach Nachnamen, das ist Odile Ammann. Sie ist habilitiert an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Zürich, ist Oberassistentin daselbst im Bereich öffentliches Recht und habilitiert da zu Lobbyismus und Gesetzgebungsverfahren in der Schweiz, der EU und den USA. Dann darf ich vorstellen Martin Hilti, ebenfalls promovierter Jurist und Rechtsanwalt. Er ist seit 2015 Geschäftsführer von Transparency International Schweiz. Transparency International, das ist die Organisation, die jährlich einen Korruptionsindex, einen internationalen Korruptionsindex publiziert. Wo die Schweiz da figuriert, das kann ich Ihnen dann selbst sagen. Dann darf ich vorstellen Nationalrätin Ruth Humbel. Sie ist seit 2003 auch Juristin, seit 2003 Nationalrätin, Mitglied der Staatspolitischen Kommission, der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, der Begnadigungskommission und, deswegen war sie auch oft in den Medien, die Liste ihrer Interessensverbindungen nennt 12 verschiedene Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten, insbesondere aus dem Gesundheitsbereich. Flavia Wasserfallen, habe ich gesagt, die Partei CVP, genau, aus dem Aargau. Dann darf ich vorstellen, Flavia Wasserfallen, Nationalrätin der Sozialdemokratischen Partei, nicht seit 16 Jahren, sondern seit anderthalb Jahren, seit Mai 2018. Vorher war sie Co-Generalsekretärin der Sozialdemokratischen Partei. Selbst die Liste der Interessensbindungen nennt ein Verwaltungsratsmandat, nämlich für die Elektrizitätswerke Bern,
die EWB. Dann darf ich begrüßen Reto Wiesli. Reto Wiesli ist Präsident des Vorstands der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft und selbst beruflich Inhaber der Fachstelle für Gesundheitspolitik, Polsan AG. Die Polsan AG betreibt Lobbyarbeit, darf man wohl sagen, im Bereich Prävention und Gesundheitspolitik. Das habe ich, glaube ich, alle vorgestellt. Genau. Herzlich willkommen Ihnen allen und insbesondere danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie trotz letzter Sessionszeit dieser Parlamentsperiode sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit uns hier zu diskutieren. Ich weiß, das ist eine intensive Zeit. Vielen herzlichen Dank. Gerade gestern hat sie gestartet. Wunderbar. Ich möchte Sie gerne einladen, ganz kurz dem Publikum und mir zu verraten, wenn Sie an Lobbyismus denken, dieses schillernde Wort, ist das eher eine Chance oder eine virulente Gefahr für unsere Demokratie in der Schweiz? Ich gebe Ihnen das Wort, wie Sie sich melden. Bitte fassen Sie sich möglichst kurz. Frau Wasserfall. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es nicht unsere letzte Session war. Dafür engagieren wir uns natürlich auch in der Kampagne im Moment. Guten Abend miteinander. Zum Thema Lobbyismus ist mir einfach wichtig festzuhalten, dass Lobbyismus eine Realität ist, eine Komponente, die zu unserer Demokratie gehört. Insbesondere stark zu unserer Demokratie gehört, weil wir ein sogenanntes Milizparlament sind und wir haben keine Stäbe von Mitarbeitenden, die für uns Positionen erarbeiten können, recherchieren können. Wir sind hier oftmals einfach auf uns alleine gestellt oder haben Mitarbeitende aus dem Sekretariat der Parteien. Lobbyismus ist von dem her in einem Milizparlament wichtig, damit man an Fachwissen kommt, damit man auch Expertinnenwissen sich holen kann für Themen, wo man sich interessiert. Umso wichtiger, und das möchte ich wirklich betonen, umso wichtiger ist es, dass wir dazu transparente und gute Regelungen haben, dass nachvollziehbar ist, wer mit welchem Mantel unterwegs ist, welche Regeln gelten. Und da stehen wir noch ganz am Anfang und haben sehr viel Bedarf, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Okay, vielen Dank. Wie viel Licht wir da ins Dunkel bringen müssen, werden wir diskutieren. Herr Wiesli, vielen Dank. Ich fange gleich an. Ich nehme auf den letzten Satz Bezug von Frau Wasserfallen. Wir stehen nicht ganz am Anfang, zum Glück. Die Schweizer Public Affairs Gesellschaft ist der Berufsverband der Lobbyisten, derjenigen Lobbyisten, die sich organisieren wollen und zu mehr Transparenz stehen. Für uns ist klar, Lobbying gehört zum politischen System der Schweiz, wie das zu einer westlichen Demokratie heute gehört. Die Regulierung des Lobbyings in der Schweiz ist leider entwicklungsbedürftig, aber wir setzen uns ein, indem wir selber halt mit einer Selbstregulierung Vorbild Charakter zeigen und auf unserer Webseite auch alle Mitglieder deklarieren, mit welchen Mandaten und im Auftrag, wessen sie unterwegs sind. In diesem Sinne, Lobbying gehört dazu. Lobbying gehört umso mehr dazu, weil unser Parlament professionell nicht sehr stark entwickelt ist und wir deshalb in einem System funktionieren, wo Lobbying ebenso dazu gehört wie die Milizparlamentarier. Und entsprechend ergibt das eine Symbiose, wenn das richtig funktioniert. Alles in voller Harmonie. Stimmen Sie dazu, Herr Hilti? Dankeschön. Ja, vielen Dank und auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Also keine Frage, auch aus unserer Sicht, Lobbying ist legitim, gehört dazu. Aber Lobbying wird dann gefährlich, wenn die demokratischen Entscheidfindungsgefäße unterlaufen werden. Und damit das nicht passiert, brauchen wir eben die angesprochenen Regeln. Und da haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns. Und das ist das Problem. Ich spreche nur die ganz allerwichtigsten Themenfelder an, die wir dringendst regeln müssen. Erstens, wir müssten die Interessenbindungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier besser kennen.
das heutige Selbstdeklarierungssystem funktioniert zu wenig, wir brauchen eine Aufsicht, wir brauchen Sanktionen, ob richtig deklariert wird, das ist nämlich nicht der Fall. Wir müssen mehr wissen, mehr Mandate wie beispielsweise Mitgliedschaften auch in Arbeitskreisen, informellen, in Parlamentariergruppen, also Gremien, die in Sachen Lobbying sehr wichtig sind. Und vor allem, wir müssen die Entschädigungen kennen. Geld hat Einfluss. Und es fließt sogar sehr viel Geld über diese Nebenmandate und wir kennen diese Abhängigkeiten nicht, die damit verbunden sind. Alleine Transparenz genügt aber nicht, gerade weil die Parlamentarierinnen und Parlamentarier während den letzten Jahren so enorm diese Nebenmandate angehäuft haben und damit letztlich selber zu ganz wesentlichen, eigentlich zu den größten Lobbyisten geworden sind, brauchen wir auch einen Umgang für diese Konstellation. Und das geht uns derzeit ab. Besonders virulent in parlamentarischen Kommissionen. Da haben wir mittlerweile Zustände, dass einfach ein Sonderinteresse stark übervertreten ist und sogar, und das kommt vor, das ist Realität und das ist dann spätestens dann wirklich der Skandal, sogar die absolute Mehrheit genießt. Und dann aber auch auf der anderen Seite, außerhalb des Parlaments, die professionellen Lobbyistinnen und Lobbyisten haben Luft nach oben. Bei der SPAG sind, selbst wenn wir das jetzt sehr eng fassen und den Lobbying-Begriff sehr eng definieren, im besten Falle rund die Hälfte vertreten. Also das heißt, wir brauchen eine branchenweite Selbstregulierung. Und letztlich, und das betrifft den ganzen Gesetzgebungsprozess, also im Parlament, in der Verwaltung, über Lobbyistinnen und Lobbyisten, wir müssen den legislativen Fußabdruck kennen, so nennen wir den. Also will heißen, wir müssen wissen, welche Lobbyistinnen und welche Lobbyisten nehmen für welche Interessen, wann, bei wem, inwieweit Einfluss. Okay, wir haben jetzt ganz viele Themen genannt und ich hoffe, wir werden die meisten davon, vielen Dank, davon diskutieren heute Abend. Zunächst aber noch Frau Humbel, möchte ich Sie fragen. Wir haben da hohen Regulierungsbedarf. Ja, es ist immer, was ist das Ziel der Regulierung? Also wenn Sie jetzt immer gesagt haben, wir müssen wissen, ist das wer? Ich meine eigentlich, das müssen die Wählerinnen und Wähler, die Stimmbürger und Stimmbürger, müssen das für ihre Entscheidung wissen und nicht einfach für das Voyeuristische. Und das ist manchmal etwas das Risiko. Also ich habe die Transparenz, wenn ich alles angebe, ich habe das auch gemacht, aber dann ist man immer in Fokus, irgendwie in einem Rechtfertigungszustand. Aber wenn für alle die versetzt, gleichen Regeln gelten, ist niemand das mehr im machen. Und wie natürlich gesagt worden ist, das Lobbying, also die besten Lobbyisten sitzen ja im Rat. Also wenn ich zum Beispiel an die Bauernlobby denke, mit Markus Ritter, der als Bauernvertreter hervorragend macht. Aber wenn natürlich auch gewerkschaftliche Interessen sind natürlich auch, und wir müssen ja dann natürlich auch aufpassen, dass wir nicht irgendwie den guten Lobbyismus und den schlechten Lobbyismus einfach welche Interessen vertreten werden. Wenn Sie sagen, gewisse Gruppierungen hätten dann eine Mehrheit, dann würde mich schon interessieren, was ist der Grund? Manchmal gibt es ja die parteipolitischen Positionierungen. Also wenn jetzt gerade im Gesundheitswesen, wenn man gegen eine Einheitskasse gestimmt hat, dann ist das eigentlich weniger der Lobbyismus der Krankenkassen. Die machen eigentlich einen weitaus schlechteren, weder als schlechthin angenommen wird, sondern dann sind dann schlicht die parteipolitischen Mehrheiten der bürgerlichen Seite. Und da gibt es natürlich gewisse deckungsgleiche Aspekte von einzelnen Lobbygruppen und parteipolitischen Ausrichtungen. Okay, vielen Dank. Frau Ammann, Sie beschäftigen sich ja insbesondere aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema und wenn Sie sich die Schweiz so im internationalen Vergleich ansehen, Regulierungen in der Schweiz zu Lobbyaktivitäten, wo steht die Schweiz da? Ja, guten Abend. Es freut mich sehr, heute Abend hier zu sein und dieses Thema zu diskutieren mit allen Gästen und dann auch mit dem Publikum. Ich werde einen ganz trivialen Vergleich machen. Otto von Bismarck soll gesagt haben, Gesetze sind wie Würste. Man will lieber nicht wissen, wie sie hergestellt werden. Und das ist natürlich etwas überspitzt formuliert. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn man nicht weiß, was passiert,
dann sieht man auch nicht, wo das Problem liegt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung mit dem Lobbyismus. Man weiß nicht, was passiert, weil keine Transparenz gewährleistet ist. Und als Juristin interessiert mich natürlich die Regulierung. Und da muss man ganz klar sagen, in der Schweiz gibt es sehr wenig Regulierung des Lobbyismus und somit ist auch diese Transparenz nicht gewährleistet. Und ich denke, da müssen wir uns wirklich fragen, schaden wir damit nicht dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie und in die Politik und gefährden wir nicht auch gewisse Grundrechte? Aber Lobbyismus sollte auch nicht verteufelt werden. Es ist auch etwas Wichtiges für unsere Demokratie, für die Meinungsbildung. Aber die Transparenz ist meines Erachtens der erste Schritt. Okay, vielen Dank. Sie haben gesehen, es sind ganz viele Themen, die da durcheinander gehen. Und ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen, wie ich es gern bearbeiten möchte. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir insbesondere auf die zwei Themen uns fokussieren in der Podiumsdiskussion und im Anschluss daran, halten Sie bitte im Publikum Ihre Fragen fest, und im Anschluss daran werden wir die Fragen diskutieren, die Sie noch vertiefen möchten. Also bitte machen Sie sich Notizen und halten Sie die Fragen fest. Wir werden sicher genügend Zeit einräumen für Ihre Fragen. Das ist mein Vorschlag, und ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mit dem ersten Thema beginnen, nämlich, jetzt muss ich schnell spicken, Lobbyisten und Lobbyagenturen. Wir haben ja den Präsidenten des Verbands der Lobbyagenturen hier, und vielleicht ganz kurz, wir wissen nicht so viel. Es gibt aber einige Organisationen, die sich damit auseinandersetzen oder beschäftigen, was wir denn wissen können. Und beispielsweise Lobbywatch, die machen vor jeder Session, schauen die sich an, das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, schauen die sich an, welche Veranstaltungen finden denn so statt in und um Bern während der Session. Das sind Frühstück oder Kaffee oder Aperos, weiß Gott was. Das können Sie sich alles ansehen, ungefähr 50 Veranstaltungen pro Session. Das ist jetzt sozusagen kopiert von der Website da. Da ist der QR-Code, wenn Sie sich das ansehen möchten. Also wir können wissen, wo die Leute hingehen, beispielsweise. Und auch wer da spricht, wer zu wem spricht. Man kann sich da vor die Tür stellen und sehen, wer da rein und raus geht. Was passiert da bei solchen Veranstaltungen? Ist das sozusagen das zentrale Instrument, um die Interessen, um Menschen von den eigenen Interessen zu überzeugen, wenn ich Sie fragen darf, Herr Wiesli? Die Antwort ist nein. Es gibt mittlerweile so viele Veranstaltungen, dass sie immer weniger Parlamentarier haben an diesen Veranstaltungen. Aber es ist natürlich ein gutes Schaufenster für die Organisationen und diejenigen, die nach Bern kommen wollen. Und es ist ein guter Verdienst für Lobbyisten, solche Frühstücke, Treffen etc. zu organisieren. Aber wenn Sie natürlich den Aufwand und den Ertrag anschauen, dann ist das direkte Gespräch entscheidend und es sind nicht solche informellen Veranstaltungen. Lobbywatch macht natürlich sein Geschäft mit dem, was öffentlich ist, mit dem, was man verkaufen kann gegen außen. Der Beobachter lebt ja auch zum Teil davon. Also man macht Lobbyspaziergänge und schaut sich die Vertretungen an in Bern. Wo sollten sie sonst sein, wenn nicht in der Hauptstadt, oder? Und wo sollten die Parlamentarier essen gehen, wenn nicht rund ums Bundeshaus? Und das nächstliegende Restaurant oder Hotel ist halt das Bellevue. Gehört dem Bund, hat 5 Sterne und damit gibt man dem schon einen Hauch des Verruchten oder der Intransparenz. Ich denke, es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft die Möglichkeit hat, sich auszutauschen mit Parlamentariern und Parlamentariern. Das passiert einerseits, indem die Parlamentarier selber Mitglied sind in diesen Organisationen und damit auch die Verbindung herstellen zwischen Parlament und Zivilgesellschaft. Das passiert, indem die Organisationen nach Bern gehen und sich repräsentieren lassen durch Lobbyisten, sich Vorstandsmitglieder wählen im Parlament, die ihre Interessen direkt hineintragen. Aber was hier passiert, ist eigentlich eher etwas fürs Schaufenster. Ja. Okay, das heißt,
Ja, Frau Hummel, gerne. Also es ist einfach sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt von einem Beispiel, gestern Abend hatten wir ein Treffen mit der Gruppe Kindermedizin. Da ist das Anliegen der Kindermediziner, dass die Kindermedizin stärker gewichtet werden muss, im Unterschied zur Erwachsenenmedizin. Die haben sich zusammengetan, weil sie immer auch gegeneinander ausgespielt haben, die ambulanten tätigen Ärzte, die Kinderspitäler und so weiter, dass sie sich zusammengerauft haben, wie können wir uns stärker positionieren. Ich hatte den Austausch auch mit ihnen zum Vorgehen. Sie haben jetzt eine Agentur, sie haben ein Positionspapier erarbeitet und wir haben jetzt zum Beispiel von jeder Partei eine Vertretung, die gestern in der Schmiedstube zum Nachtessen war. Und von Seiten der Kinderärzte wurde dieser Maßnahmenplan, dieses Positionspapier vorgestellt. Wir haben das diskutiert. Wo gibt es politischen Handlungsbedarf, auf welcher Ebene? Und das finde ich eigentlich gute Ansätze. Das sind auch keine irgendwie Geheimabmachungen, sondern also in diesen Arbeitsgruppen, wo ich dabei bin, und ich lege auch Wert darauf, dass wir eine überparteiliche Zusammensetzung der Mitglieder haben und das Fachwissen auch der entsprechenden Organisation gewinnen können. Aber das sind dann gezielte Anlässe. Es gibt natürlich auch sehr viele, da wird einfach generell eingeladen und es ist so, jetzt in diesen Jahren, seit ich dabei bin, gibt es eigentlich keinen Morgen mehr, der frei wäre. Also man könnte jeden Morgen frühstücken und jeden Abend Abendessen, aber es liegt dann auch an jedem Politiker auszuwählen, was bringt mir auch inhaltlich, informäßig einen Mehrwert. Okay, ja, Frau Wasserfall. Ja. Also diese Veranstaltungen sind wirklich nicht das Problem. Wir müssen über Geld sprechen. Das tun wir ja nicht so gerne in der Schweiz. Wir müssen in diesem Zusammenhang über Geld sprechen, weil Geld immer eine wichtigere Rolle spielt. Ich sehe das auch ganz deutlich in der Kampagnenarbeit. Die Beträge nehmen immer zu, die man auch in Wahlkampagnen steckt, die Parteien oder auch Organisationen. Und Geld wird eben auch vergeben sozusagen an Parlamentarierinnen und Parlamentarier, indem sie ein Mandat von einer Organisation einnehmen. Und sie wissen heute, welche Parlamentarierin welches Mandat hat, aber sie wissen nicht, wie viel diese Parlamentarierin dafür bekommt. Das müssen dann Investigativjournalisten mit akribischer Arbeit aufdecken. Und ich meine, wenn Herr Hilti die Einflussnahme auf ein Gesetz direkt über Krankenkassen zum Beispiel anspricht, dann heißt es einfach im Klartext, dass zum Beispiel im Moment 7 Mitglieder der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, der Frau Hummel angehört, 362.000 Franken erhalten über Mandate direkt von Krankenkassen, und in der Gesundheitskommission des Ständerats, dann bin ich fertig, haben eine Mehrheit der Mitglieder bezahlte Mandate von Versicherungen. Okay, wir kommen das sind Gesetze, die dort entstehen, Punkt, die 1:1 eine Auswirkung haben für diese Kassen, und das ist das große Problem. Wir kommen gleich zu dem Punkt. Ich möchte dann den Fahrplan noch kurz festhalten. Ich habe das Beispiel mit diesen Veranstaltungen gebracht, weil ich gerne von Ihnen wissen möchte, ja, Frühstück essen, sagen Sie, ist nicht das Problem. Nein. Wo ist aber dann die Abgrenzung? Also das ist ja, das ist wie, da kann man ja sehen, die gehen. Was ist aber mit bezahlten Reisen? Sie sagen, es geht um Informationsanlässe. Ich erinnere Sie an den Fall Pierre Modet, oder? Der nach, was war es, Dubai oder Katar eingeladen wurde. Also alles Weitere können Sie in den Medien nachlesen. Oder einfache Geschenke, also in welchem Ausmaß darf man denn Geschenke annehmen und so weiter und so fort. Da nehme ich Wunder. Das wissen Sie nicht? Das wissen Sie nicht? Nein, ich weiß nicht, ob ich ein Geschenk annehmen darf. Okay. Das muss ich bekomme dazu keine Auskunft. Genau, gerne dazu, ja. Vielleicht zuerst noch zum Wir, Frau Hummel. Vielen Dank für den Hinweis. Also wenn ich vorhin mehrfach Wir gesagt habe, dann meine ich damit die Öffentlichkeit. So. Und das ist eine ganz spannende Frage hier und eine ganz wichtige Frage. Und entscheidend bei der Frage, ab wann wird es heikel mit einer Einladung, mit einer Veranstaltung, wenn das dann sogar zu Auslandreisen ausartet. Entscheidend ist letztlich die Frage, findet eine Abhängigkeit, eine Beeinflussung statt? Hat die Einladung, das Geschenk Einfluss auf die Unabhängigkeit der betreffenden Politikerin und Politiker? Des entsprechenden Politikers. Wir haben dazu Strafrechtsbestimmungen. Das ist die tiefrote Linie, die nicht überschritten werden darf. Und
die ist gerade in diesen Bereichen mitunter relativ schnell überschritten. Und die Beobachtung von uns ist, das ist ich denke, das ist eine Aussage, die eben für viele Nationalrätinnen und Nationalräte, wie auch Ständerätinnen und Ständeräte zutrifft. Man ist sich nicht sicher, wo verläuft diese Linie. Und das ist die strafrechtliche Linie, die dunkelrote Linie. Wenn die überschritten ist, macht sich der Betreffende, die Betreffende strafbar. Aber bereits vorher ist ein Verhalten heikel. Wenn bereits der Anschein von Abhängigkeiten entsteht, dann leidet das Vertrauen in die politischen Exponenten, letztlich in die Demokratie, und ist der Schaden bereits angerichtet. Also die strafrechtliche Linie, ganz kurz, das ist Einzelfallrecht, aber bereits ab 200-300 Franken wert ist das heikel und je nachdem bereits ab viel weniger. Und diese Schwellen, die werden schnell überschritten. Mhm. Einladungen nach Locarno Filmfestival, VIP Lounge, noch und nöcher. Wir haben in den Medien zig Beispiele mitverfolgen dürfen müssen, die letzten Monate. Also da ging es um solche Beträge und die sind bereits strafrechtlich heikel. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben standesrechtliche oder Standesregelungen. Spielt das da eine Rolle? Die Frage der Beträge, bis wann, was dürfen sozusagen Mitglieder der SBAG offerieren? Also wir haben das nicht definiert, aber die informelle Regel bei uns ist klar, Geschenke sind jene, die man innerhalb eines Tages konsumieren kann. Oder? Also ein Essen, also eine Flasche Wein, ist vielleicht gesundheitlich nicht empfohlen, die Flasche Wein allein zu trinken. Aber das wären so Geschenke, die man nach einer Podiumsdiskussion, nach einem Vortrag etc. vergibt. Oder? Es ist klar, wenn wir jemanden auf den Monte Verità einladen, das ist ein Tagungszentrum der ETH im Tessin, oder? Dann wird diese Person eine Unterkunft brauchen. Dann buchen wir natürlich auch ein Hotelzimmer auf diesem Monte Verità. Wenn wir hingegen das Palace reservieren in Locarno, dann ist das etwas schwieriger, oder? Das wäre dann eine Sonderunterkunft, VIP-mäßig etc. Ich denke, irgendwo da muss die Regel sein, was ist vernünftig innerhalb eines Tages verbunden mit der Aufgabe. Aber wir haben sie nicht, das ist die Regel. Und das ist ein Beispiel der Probleme, die wir haben und des Handlungsbedarfs. Wir bräuchten verbindliche Verhaltensregeln, sowohl für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. In jedem gut geführten Unternehmen ist das heute der Fall, gibt es einen verbindlichen Verhaltenskodex und dann müsste man eine Stelle definieren, die über die Einhaltung wacht und im Verletzungsfalle Sanktionen aussprechen kann. Und das müsste auch seitens, es sind immer zwei Seiten, der, welcher die Einladung empfängt und der, welcher sie ausrichtet. Auch auf der Seite der Ausrichtenden müssten wir solche Verhaltensrichtlinien haben, verbindliche. Also gewisse Regeln. Das, ja, das denke ich, das braucht es. Aber wir müssen einfach, schlussendlich müssen wir aber auch feststellen, dass Anstand ist nicht regulierbar. Also ich meine, wenn ich eben eine Einladung so bekomme, wenn ich irgendwo ein Referat halten muss, mich einen Tag vorbereite, einen Tag dort bin und dann bekomme ich die Übernachtung bezahlt, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Und ich nehme eigentlich die Einladung in diesem Sinn an, wenn ich einen Gegenwert leiste. Aber ich kann jetzt ein aktuelles Beispiel erzählen. Ich bin angefragt worden von Roche für an einer Tagung über seltene Krankheiten, den politischen Handlungsbedarf in der Zulassung Medikamente im seltenen Bereich. Und es gibt 1200 Franken, berechnet einen Tag Vorbereitung, einen Tag anwesend. Und dann hat mir jetzt diese Person telefoniert und gesagt, ja, die anderen sind Angestellte von Spitälern, von Krankenversicherern, die wollen nichts. Was wollen Sie jetzt? Und dann sage ich, ja, ich passe mich eigentlich in der Regel immer an. Aber muss dann ein Politiker, weil er Politiker ist, weil er selbstständig ist, einen Tag Vorbereitung leisten, einen Tag anwesend sein für nichts bei einem solchen Unternehmen? Ich meine, wir machen ja eigentlich viel Gratisarbeit in gemeinnützigen Organisationen. Da ist es völlig klar, dass Tage aufgewendet werden. Ich habe viele meiner Mandate in dieser Natur, wo ich einfach gemeinnützige Arbeit leiste. Dann ist es klar. Aber wieso soll ein Politiker, der eine Leistung erbringt, in einem Unternehmen anders behandelt werden? Das verstehe ich dann einfach nicht mehr. Okay.
Frau Ammann. Ja, was ich noch zu diesem Thema sagen kann, ist, es gibt Empfehlungen an die Ratsmitglieder zum Korruptionsstrafrecht. Und was mich sehr überrascht hat, als ich diese Empfehlungen angeschaut habe, ist, dass dort eigentlich steht, die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs zum Korruptionsstrafrecht dürfen nicht unbesehen auf die Parlamentarier angewendet werden. Das ist nicht so wie bei der Exekutive oder bei der Judikative, was doch ziemlich überraschend ist. Und das ist die Meinung der Büros, der Ratsbüros. Und ja, ich denke, da sieht man, dass die Mentalität einfach noch nicht bereit ist für dieses Unrechtsbewusstsein, aber natürlich darf man nicht bei jeder Interaktion eine Korruptionsgefahr sehen. Das ist wirklich, wie gesagt, die rote Linie, die dann aufkommt. Was einfach problematisch ist bei diesen Empfehlungen, ist, dass man sehr, sehr stark auf die Eigenverantwortung der Ratsmitglieder abstellt. Und die Skandale, die es in der Vergangenheit gegeben hat, zeigen, dass das leider nicht ausreicht. Und man weiß natürlich auch im Bereich der Korruption, dass es sehr wenige Skandale sind, die dann tatsächlich bekannt werden. Es ist immer die Spitze des Eisbergs im Bereich Korruption. Das heißt, es gibt viele Situationen, die gar nie bekannt werden für die Öffentlichkeit. Etwas, was bekannt wurde, ein anderes Thema im Bereich Lobbyarbeit. Ich erinnere an den Fall Markwalde oder Kasachstan, je nachdem, wie Sie ihn nennen wollen. Da hat offenbar eine Interessensgruppierung einen parlamentarischen Vorstoß, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, eine Motion oder Postulat, vorbereitet, dass Frau Markwalde dann Del Gell, ohne das nochmal selbst zu überprüfen, wenn ich mich recht erinnere, eingegeben hat. Ist das problematisches Vorgehen oder ist das eigentlich courant normal für Lobbyagenturen? Wenn ich Sie fragen darf, Herr Wiesli. Ja, ich meine, es ist ein ganz schöner Fall, den haben wir exemplarisch gelöst, weil wir gerade in diesem Jahr die Standeskommission eingesetzt haben. Oder? Und die hat diesen Fall angeschaut und hat festgestellt, dass hier ein Fehlverhalten vorlag der entsprechenden Lobbyistin. Und also die Agentur, die war schuld, nicht... Ja. Also, beziehungsweise die ist zur Verantwortung zu ziehen. Wir mit unserer Selbstregulierung beurteilen das Verhalten unseres Mitgliedes. Und da haben wir das Fehlverhalten festgestellt und die Standeskommission hat agiert. Mhm. Man muss auch sagen, dass dasjenige Mitglied hat sich diesem Verfahren unterzogen, obwohl sie eigentlich gerade pensioniert wurde in diesem Jahr und eigentlich nicht mehr tätig war. Aber sie hat das Spiel mitgespielt, Spiel jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, um ganz klar zu sagen, hier sind die Grenzen und hier wurden sie überschritten. Okay. Frage an die beiden Parlamentarierinnen. Haben Sie das auch schon gemacht? Also natürlich bespricht man, eigentlich, ich habe auch schon mit Herrn Wiesli Vorstöße besprochen, aber ich bin nicht Briefträger einer Organisation. Also beispielsweise in der Gesundheitsförderung oder im Zusammenhang auch mit der Hausarztmedizin haben wir eigentlich intensiv zusammengesprochen. Und dann gibt es Anregungen, aber ich bin ja dazu da, darüber nachzudenken, wie passt das jetzt in dieses meine oder in meine politischen Absichten, in das ganze System. Und ich glaube, so hatten wir auch einen guten Austausch. Also da ist man als Milizpolitiker immer froh, verschiedene Meinungen zu einem Thema zu bekommen, aber eben natürlich nicht unbesehen, sondern diese Vorstöße oder allenfalls Anträge, die werden dann auch reflektiert. Und wieso ist das jetzt etwas anders zu formulieren oder wieso so? Also ich habe noch nie einfach einen Vorstoß übernommen und eingereicht. Danke. Ganz kurz, ja. Frau Wasserfall. Dann. Also ich meine, ich kann dem zustimmen. Es gibt immer wieder die Situation, dass eine Organisation auch einen Input gibt für einen möglichen Vorstoß. Aber ich empfehle auch jeder Politikerin und Politiker, sich hier wirklich auch eigene Gedanken zu machen und das gut zu prüfen. Ich möchte trotzdem noch einmal auf das eingehen, was gesagt wurde. Ich meine, Frau Humpel plädiert für Anstand. Sie beklagt sich aber dann, wenn sie im Schaufenster steht, wenn sie auch Selbstdeklaration übt. Und deswegen verstehe ich eigentlich auch nicht, warum sie sich gegen jede Transparenzregelung stellen,
die ja dazu führen würde, dass alle Regeln für alle gelten. Und da steht niemand isoliert, wenn er sich gut benimmt im Schaufenster. Und die Selbstregulierung von ihrer Gesellschaft, und die ist gut, die ist natürlich auch nicht einfach so entstanden. Also sie leben ja auch besser, wenn sie ein besseres Image haben. Ich meine einfach, dass wir trotzdem noch so viele dunkle Stellen haben, was Lobbyismus, was Einfluss von Geld betrifft, führt dann einfach einerseits dazu, aus meiner Sicht, dass das Vertrauen in die Demokratie sinkt, das schadet am Ende allen. Und das führt auch dazu, dass Juso-Initiativen angenommen werden, wie im Kanton Schwyz. Das müssen Sie sich mal vorstellen, im Kanton Schwyz wurde letztes Jahr eine Volksinitiative angenommen, ist sehr erfreulich, die sehr strenge Transparenzregelungen für Parteifinanzierung, Kampagnenfinanzierung gefordert hat. Das Gleiche ist passiert im Kanton Fribourg, und im Kanton Aargau ist es knapp abgelehnt worden. Also ich bin überzeugt, dieser Transparenzwunsch ist da in der Bevölkerung, und es geht nicht um Voyeurismus, es geht darum, auch zu verstehen, wie kommen Entscheidungen zustande, wer nimmt wie Einfluss. Und da braucht es wirklich Regelungen, nicht nur im Lobbyismus, auch bei der Parteienfinanzierung. Herr Hilti. Absolut einverstanden. Und ich möchte noch zwei weitere Punkte aufgreifen. Ich habe vorhin den Begriff legislativen Fußabdruck erwähnt. Und Ihre Frage ist ein gutes Beispiel dafür. Wir müssen uns bewusst sein, ein Gesetz hat einen sehr langen Entstehungsprozess. Im Durchschnitt sind das 4 Jahre, ab Initiierung bis in Krafttreten. Und wenn die Materie umstritten ist oder kompliziert, dauert das locker doppelt so lange, wenn nicht noch länger. Und in diesem ganzen Prozess sind nur zwei kurze Phasen transparent, nämlich das Vernehmlassungsverfahren und die Debatten in den Ratsplänen. Alles andere ist mehr oder weniger eine Blackbox in unserem Land. Und genau dort, in diesen schwarzen Boxen, findet das effektive Lobbying statt, nämlich früh im Gesetzgebungsprozess. Und was wir verlangen, oder was zentral wäre für die Öffentlichkeit, ich sage nicht mehr wir, ich meine die Öffentlichkeit, zu wissen, was sind die wesentlichen Einflussnahmen. So. Und der zweite Punkt, ich würde sagen, Herr Wiesli, Sie haben Glück, dass Ihre Selbstregulierung im angesprochenen Fall gegriffen hat. Wenn ich richtig informiert bin, hat Ihre Standeskommission im Total 4 Fälle bislang behandelt. Und ich glaube, das ist selbstredend. Also zu einer guten Regulierung, sei das eine gesetzliche oder auch eine Selbstregulierung, gehört letztlich eine effektive Aufsicht, weil sonst funktioniert es nicht. Herr Wiesli, wollen Sie da reagieren? Ja, das Selbstreden würde ich unterstützen, aber einfach in einem anderen Sinn. Oder? Wer sich der Spark anschließt, weiß, dass er sich den Standesregeln unterstellt und dass da eine Standeskommission vorhanden ist, an die man sich wenden kann. Das Problem ist genau, was gesagt wurde, oder? Die Selbstregulierung einer ganzen Branche ist ein Wort, das es so nicht gibt. Sie können selbst regulieren, wer sich selbst regulieren lassen will. Das ist freiwillig. Und sonst sind Sie in einer Zunftverfassung, wo alle müssen. Aber das können wir heute nicht mehr machen. Das heißt, in diesem Fall brauchen wir ein Gesetz. Dieses Gesetz, beziehungsweise den ersten Ansatz dazu, zu etwas mehr Transparenz, unterstützen wir, wie Sie auch. Wir waren zusammen in der Anhörung, wir waren uns beinahe einig, dass das ein erster wichtiger Schritt ist, aber ein nicht genügender Schritt. Wenn nicht das Parlament alle Lobbyisten unter den gleichen Scheffel nimmt und alle zu mehr Transparenz verpflichtet, nützt unsere Selbstregulierung nur in dem Sinn, dass wir sagen können, okay, unsere Mitglieder, dafür können wir zu einem größeren Teil die Hand ins Feuer legen, für die anderen können wir eigentlich nichts. Vielleicht noch dazu, es geht ja um die Zulassung. Es hat jetzt Herr Wiesli angesprochen. Darf ich meine, ganz kurz, ist das die Initiative Berbera? Ja, genau. Also das ist nur, wenn Sie sich da orientieren wollen, das ist genau die Initiative, über die der Ständerat gestern befunden hat. Da geht es darum, jetzt muss ich schnell spicken. Also man muss dazu sagen, er hat nicht über diese Initiative gesprochen, weil hier steht viel mehr, als das in der Vorlage drin ist. Genau. Ja. Aus diesem Berg ist dann eine Maus geworden und über die Maus wird jetzt diskutiert im Parlament. Aber vielleicht noch zum Hintergrund. Ich meine, jede Parlamentarierin darf 2 Zutrittsbadges vergeben. Für sehen so aus. Lang, genau, damit Herr Wiesli ein- und ausgehen kann im Bundesrat. Zusätzlich können wir Tagespässe vergeben. Zu diesen Badges haben ungefähr 400 Personen auch solche Badges und es gibt kein
transparentes Zulassungssystem und es gibt auch keine transparente Liste von diesen Zugängen ins Bundeshaus. Und ich meine, Sie haben... Zumindest bei den Tagespressen, oder? Ja, bei den anderen wissen wir, wer es ist, aber wir wissen zum Teil auch nicht, für wen sie arbeiten und welche Mandate sie haben. Und Sie haben die Kasachstan-Geschichte angesprochen, aber Herr Garoni wurde Geld angeboten für so einen Badge. Also mir jetzt nicht, aber ich finde, das ist auch ein starkes Stück und zeigt mir auch, Sie haben von der Maus gesprochen, das hat Frau Humbel leider bekämpft im Nationalrat. Der Ständerat ist jetzt noch einmal auf diesen Entscheid, hat ihn bestätigt gestern. Ich hoffe, dass wir da zumindest ein bisschen mehr Transparenz hinbekommen, wie diese Vergabe läuft und wer diese Lobbyisten auch sind. Erhält die dazu noch? Ja, also ganz einverstanden. Ich meine, es ist eine Maus geworden. Immerhin, wir würden jetzt, wenn diese Maus dann mal durchkommt, würden wir die Mandate der Lobbyisten kennen, sowie der ehemaligen Ratsmitglieder, wenn sie im Parlament lobbyieren. Immerhin, ja. Aber es ist eine Maus. Wir müssten letztlich viel mehr haben, wenn wir über den Zugang zum Parlament sprechen, wie von Frau Wasserfall gesagt. Also letztlich ein Akkreditierungssystem nach objektiven Kriterien, das rechtsstaatlich ist, das einen chancengleichen Zugang ermöglicht, transparent ist. Aber das letztlich, dass wir uns dessen bewusst sind, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich vorhin den ganzen Gesetzgebungsprozess erwähnt habe, das ist ein ganz kleiner Baustein ganz am Schluss. Und es gibt dringendere Fragen, als diese zu regeln. Und selbst hier, bei diesem kleinen Tropfen auf den heißen Stein letztlich tut sich das Parlament enorm schwer. Okay, gut. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, zum nächsten Punkt überzugehen. Vielen Dank. Also vielleicht, wenn ich trotzdem einen Satz... Letzter Satz, genau dazu noch. Also ich denke, dann wird diese Maus jetzt durchgehen, aber im Parlament... Dafür? Diese Maus kann ich jetzt gut stimmen. Aber was im Parlamentsgebäude läuft, da sieht ja jeder mit jedem... sich unterhalten. Das ist, da weiß man eigentlich, für wen Herr Wiesli lobbyiert, für wen Furrer Hugi lobbyiert. Das weiß man ja eigentlich, mit wem sie sprechen. Aber was ja damit nicht betroffen ist, ist das, was außerhalb des Bundeshauses abgeht, oder? Also wer mit wem wann spricht außerhalb des Bundeshauses? Und da müssen wir natürlich schon überlegen, wo ist jetzt wirklich eine effektive Gesetzgebung, die auch einen Mehrwert bringt für Stimmbürgerinnen und Stimmbürger? Und wo blasen wir einfach eine Administration auf und geben uns der Illusion hin, wir hätten dann die Transparenz, die aber dann gar nicht stattfindet? Okay. Darf ich vielleicht noch etwas zum legislativen Fußabdruck sagen, oder? Das ist ja die Maximalforderung, die wurde gestern im Ständerat auch diskutiert. Also die ist moderat. Also Maximalforderung wäre dann anders, aber... Ja, genau. Vielleicht das wurde gestern auch diskutiert im Ständerat. Können Sie mir ganz kurz erklären, eine andere Vorlage, was mit legislativer Fußabdruck gemeint ist? Nicht praktikabel, oder? Sie haben dann jeweils in jeder Botschaft, beziehungsweise wenn das Gesetz am Schluss durchkommt, eine solche Liste von Interventionen, von Treffen etc., die ebenfalls irgendwo im legislativen Prozess festgestellt wurden, oder? Also wenn sich schon der erste Bundesbeamte, der den Auftrag hat, mal anzuschauen, ob hier Änderungsbedarf ist bei dieser oder jener Vorlage. Wenn sich der nur mal schon orientiert bei den entsprechenden Interessenverbänden, sei es einmal Gewerkschaft, sei es Arbeitgeberverband, dann wird das notiert, oder? Dann haben Sie eine solche Liste. Okay. Und ich sage Ihnen einfach, wenn wir einen Vernehmlassungsbericht haben zu Beginn und einen Entscheid am Schluss, der korrigiert werden kann vom Volk im Referendum, dann haben wir schon sehr schöne Korrekturmöglichkeiten. Der legislative Fußabdruck, da bin ich mir nicht so sicher, ob der funktioniert. In der EU haben sie Interessenverbandsentscheide, obwohl seitenweise legislativer Fußabdruck festgehalten ist. Das ändert genau gar nichts. Okay, das ist ein technisches Detail. Ganz kurz noch ein Satz dazu. Begriff, ja, gerne, wenn das noch nicht klar ist. Schließen, wir haben zu Beginn dieses Jahres einen Bericht veröffentlicht. Lobbying in der Schweiz ist zugänglich über unsere Webseite und haben darin unter anderem
den legislativen Fußabdruck behandelt und benannt. Also es geht darum, ich habe es vorhin schon gesagt, zu wissen, welche Lobbyisten haben für welche Interessen, bei wem, wann, inwieweit lobbyiert im ganzen Gesetzgebungsprozess. Und selbstverständlich geht es nicht um Details, es geht darum, das verhältnismäßig zu handhaben. Ich nenne zwei Stichworte. Es geht darum, dass man weiß, wer wurde einbezogen. Also insbesondere im Rahmen von Arbeitsgruppen, dass das benannt wird. Das ist heute leider nicht konsequent der Fall. Und dann, dass man die wichtigsten Eingaben kennt, die letztlich Einfluss hatten auf die Entscheidfindung. Das Parlament hat letztes Jahr das Parlamentsrecht minim geändert und das Kommissionsgeheimnis gelockert. Und das heißt, neuerdings können die Kommissionen Unterlagen, Eingaben, die für die Meinungsbildung der Kommission relevant waren, öffentlich zugänglich machen. Um das geht es letztlich. Also eine solche Kann-Bestimmung müsste man unseres Erachtens in eine Muss-Bestimmung umformulieren und dann auch noch für die Verwaltung, die ja die Gesetze im Normalfall vorbereitet. Okay, vielen herzlichen Dank. Licht ins Dunkel, das ist ja das Thema. Da gab es sozusagen einen Fortschritt. Ich möchte zum nächsten Punkt übergehen. Also Licht ins Dunkel, das wäre dann noch einiges mehr. Ja, gut, aber das ist ein kleines ein Fünkchen vielleicht. Das Kommissionsgeheimnis wurde ein bisschen gelockert. Ich möchte zum nächsten Punkt übergehen, der jetzt immer schon latent Thema war, und nämlich zur Frage, Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind ja selbst Interessensvertreterinnen. Dafür werden sie auch gewählt. Nun ist es aber so, und das legen sie ja auch offen, dass sie, die meisten jedenfalls, Mandate haben. Und wenn ich die beiden Anwesenden, das ist kein Geheimnis, das ist öffentlich zugänglich, miteinander vergleichen darf, dann sehen Sie die Liste von Frau Humbel, das sind Stiftungsratsmandate, Verwaltungsratsmandate bei Krankenkassen, Pro Senectute, Stiftung Vita Parkour, die Interessengesellschaft seltener Krankheiten. Beispiel sind 12, oder? Und bei Frau Wasserfallen, sie ist auch erst anderthalb Jahre im Nationalrat, nicht 16 wie Frau Humbel. Es ist, glaube ich, ein Verwaltungsratsmandat. Genau, da Energie, EWB Bern und dann Geschäftsleitung Bio, ABI, und also es sind 4 Mandate. Mich nimmt Wunder, liegt das nur daran, dass Sie erst anderthalb Jahre im Rat waren und Sie schon 16, oder ist es umgekehrt sozusagen, dass Leute, die bereits diese Connections haben, eher ins Parlament kommen? Die Fülle an Mandaten ist überhaupt kein Thema. Aha. Und ist auch kein Kriterium. Sie wissen jetzt nicht, für welches Mandat wir wie viel Geld bekommen. Und das ist entscheidend. Ich meine, der Lobbyreport, vor 2 Tagen veröffentlicht worden, zeigt, dass alleine von Versicherungen, Krankenkassen und Banken die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 6 Millionen Franken bekommen pro Jahr. Müssen Sie ganz schnell sagen, was ist der Lobbyreport? Report von Michael Sukup, 2 Investigativjournalisten von Cedric Wermuth, bezahlt über 120 Einzelspenden, hat auf 52 Seiten zusammengerechnet, wer wie viel Geld bekommt, weil es nicht öffentlich ist, aber man kann es aus Berichten, aus Geschäftsberichten zum Beispiel herausziehen und dann zusammenrechnen. 6 Millionen, und diese 6 Millionen teilen sich zu 90% auf die FDP, SVP und CVP auf. Und ich finde, über diese Beträge müssen wir sprechen. Alles andere ist da noch gar nicht drin. Und ich meine, ich verdiene hier 14.000 Franken für den Verwaltungsrat, die anderen sind ehrenamtlich. Und das Parlament hat sogar abgelehnt, dass wir angeben müssten, ob es ehrenamtlich oder bezahlt ist. Also so ganz kleine Informationen, die doch wichtig sind für die Stimmbevölkerung, wurden sogar abgelehnt. Und deswegen müssen wir jetzt mit Volksinitiativen Druck machen. Wir haben die Vorstoßliste, ist so extrem lang und alles wird abgelehnt. Wir müssen wirklich auch von außen her Druck aufbauen, weil es ein Recht ist für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu wissen, wo erhält welcher Parlamentarier wie viel Geld von welcher Organisation. Die Liste ist entscheidend, wie viel. Man muss das sozusagen quantitativ noch anreichern. Dann weiß man, wie die Anhängigkeit. Genau. Okay, Frau Ammann. Ja, also ich bin keine Politologin, sondern Juristin, aber ich stütze mich stark auf politologische Studien, weil es dort eigentlich am meisten Arbeit gibt zu diesem Thema. Und
Kollegen in der Politologie haben nachgewiesen, dass im Durchschnitt jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin 8 Mandate hat. Und im Ständerat sind es im Durchschnitt sogar 10 Mandate. Was man auch sagen kann, was Studien auch belegen, der Trend nimmt zu. Das heißt, zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2011 hat sich die Anzahl Mandate verdoppelt, also plus 100%. Und im Extremfall wurden sogar 51 Mandate angegeben. Und da kann man sich schon fragen, wie ist das mit dem Milizsystem vereinbar, weil das halt auch mit der parlamentarischen Tätigkeit zusammenhängt. Aber der Trend geht in Richtung Wachstum, also Zunahme von Mandaten. Frau Humbel, ist das mit dem Milizsystem vereinbar? Ja, also das Milizsystem verlangt, dass man daneben eine Beschäftigung hat, dass man auch eine Basis hat, die man aufbauen könnte, wenn man nicht mehr gewählt wird. Ich muss einfach festhalten, ich wurde ja als Kassenlobbyistin gewählt. Also als ich 2003 in den Nationalrat gewählt wurde, war ich 100% bei Santé Suisse angestellt. Ich habe dann auf 50% reduziert und bin dann gegangen, weil mir gewisse Entwicklungen nicht so gepasst haben. Dann habe ich eine Zeit lang eigentlich nichts mit Krankenversicherern zu tun, aber ich war immer die Kassenlobbyistin. Dabei war alles transparent ausgewiesen, dass ich bei Reha-Klinik war, dass ich bei der Schweizerischen Stiftung klinische Krebsforschung war, aber ich war immer die Kassenlobbyistin, nach 4 Jahren noch. Und dann habe ich dann einmal reklamiert bei einer Journalistin, die mich wieder als Kassenlobbyistin im Nationalrat verschrien hat. Und dann hat sie mir gesagt, wenn man einen Ruf hat, dann hat man ihn halt. Und ich kann jetzt bei der Krankenkasse Concordia im Verwaltungsrat verdiene ich 35.000 Franken. Das ist das bestbezahlte Resultat. Und ich der Lobbyreport gibt nur 20.000 an, dann haben die schlecht recherchiert. Das ja, dann haben sie wahrscheinlich schlecht recherchiert. Gerade ich habe auch nur geschätzte Zahlen im Lobbyreport. Diese Unterscheidung zwischen ehrenamtlich, ich habe einiges ehrenamtlich, oder es ist dann die Frage, was ist ehrenamtlich? Bei der Stiftung Vita Parcours, die habe ich dann von Felix Gutzwiller übernommen. Die EQAM-Stiftung war vor mir Simonetta Sommaruga und nachher Ignazio Gassis. Das sind eigentlich Organisationen, die ich nicht mache, weil sie mir Geld bringen, sondern die ich mache, weil sie in mein Portfolio für eine gute Gesundheitspolitik passen. Weil ich hätte eigentlich Mandate als Präsident oder so übernehmen können. Ich wollte das eigentlich nicht, weil wir sind gerade in der Gesundheitspolitik Prämienzahler, Steuerzahler, potenzielle Patientinnen und Patienten. Und als Politiker müssen wir diese Interessen bündeln, wie für eine Gesundheitspolitik. Ich habe beispielsweise jetzt bei der Pflegeinitiative intensiv zusammengearbeitet mit den Pflegefachverbänden, im Bewusstsein, dass das den Krankenkassen nicht passt. Aber ich bin ja nicht Briefträgerin dieser Organisation, sondern ich suche überall den Austausch mitzunehmen, was mir weiterhilft im Meinungsbildungsprozess und auch wieder zurückzuspiegeln, was eigentlich in der Politik gefordert wird oder die Vorstellungen sind. Aber darf ich mal ganz kurz zurückfragen? Jetzt haben Sie 5 verschiedene Interessenlagen aufgezählt, oder? Krankenkassen, Patienten, Spitäler und weiß Gott was alles. Die haben ja unter Umständen im konkreten Gesetzgebungsfall ganz unterschiedliche, auch divergierende, auseinandergehende Interessen. Und wenn Sie jetzt in der Kommission sitzen, wie entscheiden Sie denn mit diesen? Das sind ja nicht nur 2 Stimmen, 8 in meiner Brust, sondern irgendwie 5 bis 10. Also ich habe jetzt das gerade gesagt, wir haben jetzt aktuell eine Pflegeinitiative. Ich habe da ziemlich intensive Gespräche geführt mit den Organisationen. Ich war die Initiantin des indirekten Gegenvorschlags, der in die Vernehmlassung geht. Die Krankenkassen haben keine Freude daran. Santé Suisse sagt, das kostet 2 Milliarden mehr. Ich bin klar der Meinung, dass das nicht so ist. Aber weil ich das eigentlich für die Gesundheitsversorgung, für die Entwicklung, finde ich, müssen wir aus diesem Kästchendenken kommen und die gut ausgebildeten Pflegefachleute dort einsetzen, wo sie eben auch die Kompetenz haben und das nicht in diesem hierarchischen Denken verhaften. Und so versuche ich eben,
bezogen auf die Sachpolitik meinen Entscheid zu fällen und sage dann natürlich das auch bei jener Organisation, die da nicht so Freude daran hat, wieso ich diesen Entscheid gefällt habe. Also wenn ich Frau Hummel richtig verstanden habe, sagt sie, das ist absolut wesentlich für ihre Arbeit, dass sie genau diese Mandate und diese Beziehungen hat. Sehen Sie, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Nebenmandate, die haben genau nichts mit dem Milizsystem zu tun. Milizsystem heißt, der Lehrer, die Lastwagenfahrerin ist daneben noch Politikerin. Aber diese Mandate, und deshalb ist das Milizsystem ein Mythos heute. Die Politikerinnen und Politiker kommen zu diesen Nebenmandaten, gerade weil sie Politik machen, weil sie die Funktion haben, weil sie sind ganz effektive Lobbyisten dann. Also das ist letztlich die effektivste Form, Lobbying zu betreiben, den eigenen Parlamentarier zu packen, der oder die dann zum verlängerten Arm wird, spätestens wenn viel Geld fließt. Und es fließt über diese Mandate viel Geld. Da werden Beträge alleine für ein Mandat von weit über 100.000 Franken teilweise bezahlt. Unser aktueller Außenminister, zur Zeit, als er Nationalrat war, hat das Doppelte verdient, als er als Nationalrat verdient, alleine mit einem Krankenkassenmandat. Und wie ich zu Beginn schon sagte oder antönte, uns fehlt es an Regeln für den Umgang mit dieser neuen Situation, weil das ist kein Milizparlament mehr. Also wir müssten diese Abhängigkeiten, weil das führt zu Abhängigkeiten. Die Parlamentarier sind einfach der verlängerte Arm der entsprechenden Unternehmen. Wären sie das nicht, wären sie das gut bezahlte Mandat dann auch sehr schnell los, oder? Man zähle eins und eins zusammen. Ja, also das ist also sehr, aber sehr lassen Sie bitte noch rasch, zu Ende reden. Dürfen dann beide. Und Sie auch. Müssten diese finanziellen Flüsse kennen und um die Abhängigkeiten einschätzen zu können. Das ist das eine. Und wie ich auch schon antönte, damit nicht genug, weil die Parlamentarier so starke Lobbyisten sind über die Nebenmandate, müssen wir im Allermindesten einfach auf eine einigermaßen ausgewogene Vertretung achten, zumindest in den Kommissionen, weil dort soll sachlich diskutiert werden und nicht einfach die Meinung oder das Interesse von einem ganz spezifischen Unternehmen oder einem Sektor vertreten werden. Also ich glaube, Sie waren noch nie dabei in einer Kommission, wie die Diskussion geführt wird. Ich finde das also ziemlich anmaßend, was Sie jetzt da erzählen. Warum? Meine Mandate, die Reha-Klinik, das ist etwa 15.000 Franken, die habe ich wegen meiner Fachkompetenz. Vielleicht finden Sie das auch daneben, aber es ist so, weil ich hätte die Möglichkeit, weitere Mandate zu bekommen, aber das geht natürlich nicht, weil ich ja das Arbeitspensum teilen muss. Aber das ist die Basis, die ich weiterentwickeln könnte, auch im Falle einer Abwahl. Was ich wirklich durch den Nationalrat bekommen habe, das sind diejenigen, die jetzt eigentlich in meinem Fall gar nicht bezahlen. Das kann Herr Wiesli eigentlich bestätigen. Insofern, bei der Stiftung Vita Parcours, da gibt es etwa 600 Franken. Im Lindenhof, da habe ich 1000 Franken. Bei der EQAM-Stiftung, da gibt es 5000 Franken, das ist mehr. Bei der Schweizerischen Stiftung für klinische Krebsforschung gibt es pro Sitzung, pro Halbtag 200 Franken. Das sind diese Mandate, die ich eigentlich die Stiftung Radix dasselbe, das ist das ist eigentlich die Organisation der Präventionsprojekte. Das ist eigentlich auch ehrenamtlich. Deshalb habe ich eigentlich diesem Vorschlag auch zugestimmt, ja, dass man differenziert zwischen was ist dann eigentlich ehrenamtlich und was ist bezahlt. Und da haben wir ja auch hätte man eine Grenze von 10.000 Franken gesetzt, dass diese Unterscheidung gemacht wird. Und dann sieht man, dass ich bei zwei Mandaten darüber bin. Und da würde ich jetzt nochmals festhalten, dass ich die nicht durch das Nationalratsmandat habe, sondern weil ich natürlich die Erfahrung habe, schon früher, nach langen Jahren. Ich bin auch Juristin und war als Versicherungsjuristin lange Jahre bei Santi Suisse und kenne das Gesundheitswesen. Und einfach noch eine Bemerkung. Ich würde eigentlich wünschen, Sie wären einmal einer Kommissionssitzung dabei. Wie meinen Sie, als die Leute ihr Wissen in dieser komplexen Materie der Sozialversicherung und des Gesundheitswesens sich erarbeiten? Da würden Sie vielleicht staunen, wie das geht. Also ich kenne die Situation. Ich habe lange in der Bundesverwaltung gearbeitet. Ich habe die Diskussionen miterleben können, eins zu eins.
Und ich bin nicht der Meinung, dass das anmaßend ist. Und ich glaube Ihnen, was ich vorhin gesagt habe. Und ich glaube Ihnen sogar, was Sie sagen, Frau Humbel. Und ich habe auch nicht Sie spezifisch angesprochen. Ich habe generell gesprochen über die Situation im Parlament generell. Aber das ist doch das Problem, oder? Wir haben ein Milizsystem. Das Milizsystem ist gewollt. Wenn diese Leute, sagen wir, wenn sie gewählt sind, diese 246, Karriere machen würden in der Industrie, im privaten Sektor, würden sie wie viel Geld verdienen? 200.000 Franken vielleicht. Was bekommen Sie für Ihre Arbeit? 120.000 Franken ungefähr. Im Ständerat etwas mehr. Ja, es ist klar, wenn Sie weiterhin ein Milizsystem haben wollen, das hat das Volk auch so gewünscht, dann müssen Sie erlauben, dass neben dem Parlamentsgeld anderes Geld dazukommt. Und wie kommt das Geld hinzu? Wahrscheinlich nicht, indem der Parlamentarier weiterhin Lehrer ist. Weil 4x3 Wochen keine Lehrer für Schüler ist etwas schwierig, oder? Das heißt, es gibt dann solche Posten, die natürlich entschädigt werden müssen, in der einen oder anderen Form. Ich bin auch einverstanden, dass man das offenlegt, wie das entschädigt wird, oder? Aber das Volk will das Milizsystem, wir wollen kein Profiparlament, also müssen wir erlauben, dass Nebeneinkünfte dort sind. Dann müssen wir die Nebeneinkünfte ein wenig regulieren und offenlegen, dann ist okay. Aber wir können nicht von Korruption sprechen, wenn wir dieses System wollen, und die Parlamentarier, die Nebeneinkünfte brauchen. Wollen wir ein Korruptes-System, Frau Ammann? Nicht alle brauchen diese Nebeneinkünfte. Okay. Sie sind sehr ungleich verteilt. Also natürlich. Wenn man die Flüsse anschaut und wo sie hingehen, ist es ganz eine klare Tendenz. Das frage ich danach dann gleich noch. Also gut, Frau Ammann, Sie wollten sich schon lange einbringen. Ja, also ich würde mich gern einbringen zum Thema Milizsystem. Das ist ja auch das Thema, der Titel der heutigen Veranstaltung. Das kommt immer wieder auf, wenn man über die Regulierung des Lobbyismus spricht. Jetzt ist es vielleicht hilfreich, sich zu überlegen, was ist eigentlich die Grundidee des Milizsystems. Interessant ist auch, dass das Milizsystem nicht rechtlich verankert ist. Das ist nicht in der Bundesverfassung. Es ist ein Ideal, das wir haben. Die Grundidee ist die Stärkung der Unabhängigkeit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass man nicht auf das politische Amt angewiesen ist, und eine gewisse Volksverbundenheit. Das sind natürlich sehr legitime Anliegen, die ich persönlich begrüße. Aber? Das führt zu einer Rollenkumulation. Das große Aber, würde ich sagen, ist eher, was uns die Forschung sagt. Und hier beziehe ich mich wieder auf die politologische Forschung. Man hat schon in den 70er Jahren nachgewiesen, dass das Parlament faktisch ein Halbberufsparlament ist. Schon in den 70er Jahren und heute, also es hat 2017 eine Studie gegeben, eine neuere, zum Arbeitspensum der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Im Nationalrat entspricht das Pensum im Durchschnitt einer Beschäftigung von 87% und im Ständerat von 71%. Das heißt, man sieht, die Parlamentarier haben viel zu tun, haben viele Aktivitäten im Zusammenhang mit dem politischen Amt. Und das rechtfertigt, glaube ich, diese Skepsis gegenüber dem Begriff Milizparlament. Es ist sehr stark verankert, es ist aber vor allem in den Köpfen und viel weniger in den Ratssälen eine Realität. Und natürlich hat das Milizsystem große Vorteile, aber es stößt, glaube ich, auch an Grenzen, wenn man sieht, wie komplex und anspruchsvoll die parlamentarische Tätigkeit ist. Und hier, glaube ich, ist es auch wichtig, sich zu überlegen, will man die Demokratie und das Parlament nicht stärken, indem man das Parlament mit mehr Ressourcen ausstattet, zum Beispiel Recherchedienstleistungen oder mit persönlichen Mitarbeitern, also zusätzlich als das, was heute angeboten wird, 33.000 Franken für einen persönlichen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Denn Politik braucht wirklich Fachwissen und Zeit. Und ich denke, wenn man diese Ressourcen nicht hat, ist man umso abhängiger von Lobbyisten, weil man keine Zeit hat, sich diese Informationen selber zu erarbeiten. Okay, klingt vernünftig. Dankeschön. Das Stichwort Korruption ist gefallen und da fühle ich mich natürlich besonders angesprochen, weil das unser Kerngeschäft ist. Soweit bin ich gar nicht erst gegangen, aber Tat natürlich über solche Abhängigkeiten kann man in korruptives Verhalten kippen. Und
Wir verlangen von Transparency International Schweiz, verlangen gar nicht, dass man diese Nebenmandate komplett abschaffen müsste. Darüber könnte man natürlich sehr wohl diskutieren, das wäre eine saubere Lösung. Aber im Mindesten, das sagen wir, brauchen wir einfach minimale Regeln. Das heißt Transparenz über alle diese Mandate inklusive Entschädigung und eben Überprüfung, ganz wichtig, danke. Ja, und mit Sanktionen, wenn man sich ja nicht an die Regeln hält. Und zweitens einfach auch einigermaßen ausgewogene Vertretung, um zu verhindern, dass Mehrheiten oder sogar absolute Mehrheiten in bestimmten Gremien entstehen können. Nur um Ihnen noch ein Beispiel zu nennen, Frau Humbel. Ich meine, gerade in der Gesundheitskommission ist vor noch nicht allzu langer Zeit ein Gesetz im Eilzugstempo durchgepeitscht worden. Es ging um den Einsatz von Privatdetektiven durch Versicherungen. In der Gesundheitskommission des Ständerats hat die Versicherungsbranche das absolute Mehr. Und vielleicht ein Gedanke, der bislang noch nicht angesprochen wurde, ganz, ganz wichtig, ist Transparenz und Regeln, die nicht zum Selbstzweck, sondern um das Vertrauen in unsere Institutionen aufrechterhalten zu können. Das ist ganz zentral. Und letztlich vergessen wir nicht, es geht hier um die Rahmenbedingungen, unter denen unsere Regeln zustande kommen, die dann für uns alle verbindlich sind. Also einen sehr wichtigen Bereich. Und das muss uns doch wert sein, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die eben demokratisch und rechtsstaatlich sind. Also wenn Sie gerade demokratisch sagen, dieses Gesetz ist von der Bevölkerung klar angenommen worden. Es war erstens ein Teil der IV-Revision, wurde vorgezogen und der ATS Revision wurde vorgezogen wegen dem Bundesgerichts oder beziehungsweise dem Gerichtsentscheid des Europäischen Gerichtshofes, dass es keine Lücke besteht für die oder dass die Lücke verkürzt wird für die IV-Stellen. Das war primär ein IV-Anliegen durch diesen Entscheid des Europäischen Gerichtshofes, und das Gesetz wurde deshalb vorgezogen und demokratisch voll legitimiert, weil die Bevölkerung in einem relativ intensiven Abstimmungskampf dazu Ja gesagt hat. Gut, ich würde jetzt gerne auch mit Blick auf die Uhr eine erste Zäsur machen und Sie, verehrtes Publikum, gerne einladen, sich einzubringen mit Ihren Fragen und Kommentaren. Wenn Sie sich einbringen möchten, nennen Sie doch bitte kurz Ihren Namen. Wir haben ein Saalmikrofon und halten Sie sich bitte kurz. Sie dürfen gerne die Frage an jemanden adressieren. Vielleicht, wenn Sie sich jetzt überlegen, soll ich mich melden, will ich mich melden. Mich nehmen noch ganz kurz wunder. Wer von Ihnen hat, die Wahlen stehen an, bereits einmal überprüft, welche Mandate haben eigentlich die Person auf der Liste, die ich da in den Briefkasten lege? Wer hat das schon mal überprüft? Das nehme ich noch wunder. Das sind relativ wenige. Nein, ja. Das sind viele. Viele? Ja gut, das ist jetzt die Frage der Abschätzung. Also ich hätte jetzt gesagt, es ist maximal so im 20%-Bereich. Okay, wir haben eine Frage. Der Herr. Ja, mein Name ist Michael Mayer und ich habe eine Frage zu den bundesnahen Unternehmen, also Post und Swisscom zum Beispiel. Das Parlament hatte die Oberaufsicht über die Bundesverwaltung und über die bundesnahen Unternehmen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Bundesverwaltung sich mit Lobbying zurückhält. Bei den bundesnahen Unternehmen bin ich mir weniger sicher. Deshalb die Frage, gibt es Regeln, dass zum Beispiel eine Einladung durch die bundesnahen Unternehmen an das Filmfestival Locarno, das erwähnt wurde, ganz konkret zum Beispiel an Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission oder Finanzkommission, die für die Oberaufsicht zuständig sind. Ist das möglich oder ist das verboten oder gibt es da irgendwelche Regeln? Möchten Sie die Frage von jemandem bestimmt beantwortet haben? Wir haben sonst mindestens drei Wortmeldungen. Nein, ist egal. Frau Wasserfall, wollen Sie? Ja, also ich meine, ich finde diese Frage sehr wichtig, weil sie zeigt eigentlich für mich, es ist nicht nur ein Recht, mehr Transparenz in diesem Bereich zu haben als Stimmbürgerin, sondern ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, als betroffene Parlamentarierin wäre ich sehr froh über solche Regeln, und es gibt sie eben nicht. Ich muss mir jedes Mal selber überlegen, ist das jetzt heikel, wenn ich diese Übernachtung annehme, wenn ich dieses Geschenk annehme, und ich finde das eigentlich auch, es wäre auch hilfreich für die Parlamentarierin, wenn es hier Regeln gäbe, und es gibt sie einfach nicht. Ich habe auch keine Ansprechperson bei den Parlamentsdiensten, das habe ich auch schon versucht, wo ich mich hinwenden kann in solchen unklaren Fällen, wie Sie angesprochen haben. Herr Wiesi, warten Sie auch noch
zwei Worte sagen? Ja, die bundesnahen Betriebe haben Lobbyisten, die sind teilweise bei uns Mitglied. Mhm. Und zum Beispiel die Einladung nach Locarno, die haben ja das Medienecho gefunden. Für mich persönlich ist klar, dass Mitglieder der Kommission für Kultur dort eingeladen werden können. Oder? Wenn hingegen von der Post Personen eingeladen werden, der Kommission für oder der zuständigen Fernmeldekommission etc., dann finde ich es etwas schwierig, was die in Locarno genau miteinander besprechen könnten. Aber das ist eine Regelung, die der bundesnahe Betrieb eigentlich selber herausfinden müsste. Wenn es keine Wortmeldung mehr gibt, gebe ich auch Herrn Hilti noch das Wort. Gerne. Es gibt eine Regelung für die Bundesverwaltung, das ist in der Bundespersonalverordnung einigermaßen klar geregelt. Das sollten eben alle Akteure machen. Und diese Regelung, die besagt maximal 200 Franken, muss aber in jedem Einzelfall angesehen werden. Je nach konkreter Konstellation ist das sogar null. Und was jetzt die bundesnahen Betriebe anbelangt, ist diese Regelung nicht anwendbar. Also die müssen ihre eigenen Regelungen erlassen. Gewisse unter ihnen, die laden nach Locarno ein. Dankeschön. Noch eine Wortmeldung? Ja, gerne. Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Selin Graf, ich bin von Lobbywatch, diesen sogenannten Voyeuristen. Mein Kollege Philipp Wenger auch. Wir haben mit gespitzten Ohren zugehört, vor allem auch Ihnen, Frau Humpel. Sie deklarieren ja die Entschädigungen nicht, die wir jährlich anfragen, also für unsere Transparenzliste, die wir bald wieder veröffentlichen. Und wir haben gar nicht mitschreiben können in diesem Tempo. Vielleicht können Sie uns nochmals antworten auf unsere Anfrage, die verschickt wurde in den letzten Wochen. Frau Wasserfallen hat, glaube ich, schon geantwortet, soviel ich weiß. Ja, und nur eine kleine Korrektur. Wir machen kein Geschäft, also es ist ein ehrenamtlicher Verein und wir machen Recherchen, um die Öffentlichkeit zu informieren. Das war jetzt an die Adresse von Herrn Wiesling. Genau, richtig? Ja, genau. Aber er hat sich, glaube ich, auf den Beobachter bezogen, oder? Genau. Auch Lobbywatch, jedenfalls geht es beim Journalismus und Transparenz nicht unbedingt ums Geschäfte machen. Also ja, man kann da verschiedene Meinungen sein, aber. Danke für die Korrekturen und die Rückfragen. Das können Sie dann bilateral ja, ansehen, oder? Ja, das ist oder? Das ist gut. Also ich meine, ich hatte einfach mit welchen Problemen Sie oft auch konfrontiert sind, wenn Sie also eigentlich deklarieren, was Sie machen. Aber ich war vor 4 Jahren vom Beobachter als eine der größten Lügnerinnen im Parlament dargestellt, weil ich hätte Verbindungen zu Pharma und diese nicht deklariert, beziehungsweise gesagt, ich hätte keine Verbindung zu Pharma. Dann habe ich diesem Journalisten, und dann war natürlich die gleiche Story noch im Blick, dann habe ich diesem Journalisten des Beobachters telefoniert und dann hat er gesagt, ja, ich sei im Vorstand der Diabetesgesellschaft und dort seien auch Pharmavertreter anwesend. Und wenn man natürlich solche Verbindungen kreiert, dann ist das einfach außerordentlich schwierig, das zu entkräften, weil wenn man Verbindungen hat, dann fließt irgendwie Geld. Und wenn ich in der Diabetesgesellschaft im Vorstand bin und dort Pharmafirmen gewisse Anlässe organisieren oder mitfinanzieren, dann wie das oft passiert, dann habe ich nichts davon. Und deshalb wäre eigentlich mein Appell zurück, einfach doch auch genau hinzuschauen, wenn man schon deklariert, wo sind welche Verbindungen und welche sind dann wirklich auch geldmäßig relevant. Bina. Einfach noch ein Ratschlag. Lobbywatch, machen Sie doch diese Lobbyrundgänge. In Berlin kann man die machen mit Ihrer Schwesterorganisation. Die sind sehr interessant, habe ich auch schon gemacht. Und damit könnten Sie Geld verdienen und Ihre Tätigkeiten finanzieren. Sehr gut. Danke übrigens für die Darstellung. Ihre Fragen, Kommentare? Guten Abend. Ich bin sehr froh, hier direkt von den Betroffenen zu hören, wie das so läuft, aber ich bin ein bisschen verwirrt, insbesondere von den Erklärungen von
Nationalrätin Humbel. Einerseits sagen Sie, dass Lobbyismus ist sehr wichtig, weil als Milizparlamentarierin haben Sie nicht das Fachwissen zu vielen Themen. Deswegen freuen Sie sich, wenn die Lobbyisten der Gesundheitssektoren aus unterschiedlichen Sparten zu Ihnen kommen mit dem Wissen. Andererseits sagen Sie, Sie möchten gerne Mandate annehmen. Und wenn Sie sich vorbereiten für diese Events, wo Sie eingeladen sind, dann möchten Sie auch entschädigt werden, weil Sie Ihr Fachwissen in diese Foren hineinbringen. Das klingt für mich ein bisschen widersprüchlich. Ich hätte ja erwartet, dass, wenn Sie an diese Anlässe gehen, Sie Informationen erhalten, dass Ihre Gesetzgebung besser ist. Und insofern ist das eine Leistung für Sie als Parlamentarierin, nicht eine Leistung für die Leute, die Sie eingeladen haben. Also wieso sollen Sie da Geld kassieren? Ja, also dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Ich habe eigentlich klar aufgezeigt, dass wenn ich eingeladen werde oder angefragt werde, muss ich vielleicht viel mehr sagen, dass ich ein Referat halten werde an einem größeren Anlass. Ich habe einen Tag Vorbereitung und einen Tag Präsenz. Muss ich dann das für eine Pharmafirma gratis machen oder eben nicht? Und ich finde, also als Politiker, ich sage eigentlich immer, wenn ich angefragt werde für ein Referat und ich gefragt werde, was wollen Sie, dann sage ich eigentlich immer, ich passe mich den Gepflogenheiten an, weil es ist mir auch schon passiert, dass ich gesagt habe, ich komme so, das ist mein Auftrag als Politikerin. Und dann habe ich gemerkt, dass drei Mitreferenten ein Gouvert bekommen haben mit 500 Franken und ich ein Biedermeiersträußchen. Und seither sage ich dann, ich passe mich an. Und wenn etwas ehrenamtlich ist, dann mache ich selbstverständlich auch die Arbeit, dann gehört das zum Auftrag. Aber wenn es ein gewinnorientiertes Unternehmen ist und man müsste als Politikerin einfach gratis Arbeit leisten, da wehre ich mich etwas dagegen, weil das ist Arbeit und die soll entschädigt werden. Und das ist für mich auch kein Problem der Transparenz. Weil wenn ich zwei Tage Arbeit leiste und dafür etwas entschädigt bekomme, dann finde ich das eigentlich nicht mehr als richtig. Aber wenn ich natürlich einen Anlass gehe, um Know-how zu gewinnen, dann werde ich dabei natürlich nichts, dann verdiene ich dabei nichts, dann verdiene ich ja das, gewinne ich das, das Wissen. Und wenn ich ein Wissen gewinne, dann... Aber ich könnte Ihnen noch eine andere Story erzählen vom Lobbying. Als ich noch bei Santé Suisse gearbeitet habe, ich war anfangs im Nationalrat, dann hatten die eine Rechnung von einem Lobbyisten, er hätte mich beraten. Und ich wurde so böse, weil dieser Lobbyist hat mir eine Stunde Zeit gestohlen und alle Informationen wissen wollen. Und dann ist er zu meinem Arbeitgeber gegangen und hat diese Leistung verrechnet. Also der hatte nachher nie mehr ein Mandat. Also Sie sehen, wie das Wechselspiel etwa läuft. Der war vielleicht dann auch nicht so lange Lobbyist. Frau Ammann, Sie wollten noch was? Ja, also zu diesem einbringen. Thema, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, das war vor allem in der Romandie ein Thema. Es gab diese Gruppe de Réflexion, Gruppe Mutuelle, also diese Versicherung, die eigentlich viermal pro Jahr eine Veranstaltung organisiert hat. Das ist eine Arbeitsgruppe und die Parlamentarier, Parlamentarierinnen wurden anscheinend mit 20.000 Franken entschädigt. 10.000, glaube ich. Nein, 20. Jetzt 10. Sie haben es herunterkorrigiert. Ja, vor allem Philippe Montermeau wurde dann öffentlich befragt zu dieser Angelegenheit und das war natürlich auch für mich ziemlich verwirrend, oder? Wenn es um Informationsvermittlung geht, warum sollte Geld fließen in Richtung der Parlamentarier? Ich denke, das Problem ist einfach, wir haben ein Milizsystem und wir müssen irgendwo definieren, was kann dazu verdient werden, was passt zum Parlamentsjob dazu und was übersteigt ein Normalmaß. Oder? Wenn ich davon ausgehe, und das ist ja üblich im Verbandswesen, dass man einen Parlamentarier oder eine Parlamentarierin als Präsident braucht eines Vereins, klassischerweise. Dann gehe ich davon aus, wenn zum Beispiel 6 Vorstandssitzungen und intensiver Austausch zwischen Geschäftsführung und Präsidium stattfinden, dass hier doch ein paar Tage Arbeit damit verbunden sind und 8.000 bis 10.000 Franken Entschädigung pro Jahr angemessen sind,
weder Korruption sind noch völlig daneben, weil man da ehrenamtlich jemanden ausbeutet, der eigentlich seine Zeit quasi teurer verkaufen könnte. Hingegen pro Sitzung 20.000 Franken, da wissen wir seit der Minderinitiative, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und da müsste man wahrscheinlich ansetzen. Oder? Aber das Problem ist wirklich Milizparlament, Profiparlament und was gehört noch dazu und was übersteigt das Maß? Ja, die 20.000, das war für vier Sitzungen. Ja. Also eigentlich 5.000 pro Sitzung. So. Genau, ja. Ich habe den Eindruck, wir sind wieder beim gleichen Punkt, einfach an einem konkreten weiteren Beispiel. Wir brauchen Regeln, das ist es. Oder jeder macht es so ein bisschen, wie er findet und es vor sich selber mehr oder weniger, durchaus auch weniger, aber das gilt nicht für alle, rechtfertigt. Und das ist einfach unbefriedigend, das ist ein Problem. Und das führt sogar dazu, dass sich doch einige bereits im strafrechtlich problematischen Bereich bewegen. Und das nicht einmal zwingend mit böser Absicht, einfach aufgrund von mangelnder Sensibilisierung, mangelndem Wissen. Also wir bräuchten Regeln, verbindliche Regeln, die dann auch überprüft werden, also Sprichwort wiederum Aufsicht, ich habe es schon erwähnt, auch in diesem Bereich Aufsicht und mit Sanktionsmöglichkeiten, weil sonst kann es nicht funktionieren. Vielen Dank. Letztes Mal die Frage, da gibt es eine Wortmeldung, sonst gehen wir dann in die Schlussrunde. Gut, letzte Frage, vielen Dank. Ich hätte eine Frage am ganzen Panel. Mhm. Und zwar, wir haben viel, oder Sie haben viel darüber diskutiert heute Abend, wie lobbyiert wird, aber nicht wirklich, was lobbyiert wird. Und die Frage, die ich hätte, ist zum Gleichheitsgedanken in der Demokratie. Kriegen alle Anliegen, alle Interessen auch genug Aufmerksamkeit der Parlamentarier oder konzentriert sich das wirklich nur auf Gebiete mit den nötigen Mitteln, um diese Aufmerksamkeit auch mit professionellem Lobbying zu gewährleisten? Das wäre meine Frage. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Das war meine Schlussfrage, die ich Ihnen stellen wollte. Wer hat denn eigentlich zu wenig Repräsentation oder wer kann sich viel zu wenig einbringen? Wenn Sie erlauben, dann würde ich das gerne gleich als Schlussrunde aufnehmen und Sie fragen, und was müsste man dagegen tun? Ist das in Ordnung für Sie? Ja. Wer kommt zu kurz in diesem System? Ich finde das schwierig, pauschal zu beantworten. Ich würde das je nach Einzelfall ansehen, je nach Konstellation. Ich habe das Beispiel Konstellationen in Kommissionssitzungen anbelangt. Da haben wir einfach Konstellationen, wo bestimmte Interessen ganz deutlich zu kurz kommen. Aber in einer anderen Konstellation ist das unter Umständen wieder anders. Im Interesse unserer Demokratie und der Glaubwürdigkeit der Demokratie brauchen wir einfach für den ganzen Gesetzgebungsprozess, wo Lobbyisten einen wesentlichen Teil ausmachen, gerade im Hinblick auf das Resultat, das dann letztlich über die Schlussabstimmung herauskommt, einen wesentlichen Einfluss. Wir müssen den transparent machen und wir müssen Regeln haben, um Auswüchse zu verhindern. Vielen Dank. Ich finde es auch schwierig, generell zu beantworten. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass die Antwort ist nein. Also es kommt natürlich darauf an, ob eine Organisation oder auch ein Kanton oder irgendein Lobbyist eine Macht hat in dem Sinn, dass sie referendumsfähig ist oder dass vielleicht auch eine finanzstarke Organisation ist, ob sie überhaupt Zugang hat. Und da gibt es natürlich in der Schweiz von ganz kleinen Organisationen mit ein paar Mitgliedern, die sich für wichtige Anliegen einsetzen, bis zu wirklich finanzstarken, großen und stark organisierten Organisationen gibt es alles. Und da kommt es natürlich auf jede Einzelne darauf an, auf welche Interessen sie anspricht, wie sie darauf reagiert. Und noch einmal, es ist eben so vieles darauf ausgelegt in unserem System, wie man selber damit umgeht, mit diesen Anliegen, die an einen herangetragen werden und welche Mandate man annimmt, welche Geschenke man annimmt. Und deswegen wäre ich nicht zuletzt auch aus Sicht der Parlamentarierinnen froh, wenn wir hier mehr Regeln hätten, die das klären würden und zuletzt auch eben der Stimmbürgerin ein klareres Bild geben würde für die Entscheidfindung.
Nächstes Mal sprechen wir dann über die Transparenz. Und gerne, ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Nee, Kampagnenfinanzierung und Parteienfinanzierung. Kann ich Ihnen versprechen, das kommt sicher. Frau Ammann. Ja, also es gibt eine Studie dazu, also die ich Ihnen empfehlen kann. Das ist die Lobbying Survey Switzerland von 2011. Die wurde aber von Burson Marsteller kofinanziert oder in Auftrag gegeben. Das muss ich Ihnen so als kleinen Disclaimer sagen. Aber dort gibt es interessante, die ist von GFS Bern erstellt worden. Und dort gibt es Informationen zu den verschiedenen Branchen, die gemäß den Befragten am erfolgreichsten und häufigsten lobbyieren. Und hier sieht man, dass große Organisationen, die auch eine entsprechende Organisationsfähigkeit haben, die Ressourcen haben, dass diese als klar erfolgreicher wahrgenommen werden. Das ist natürlich eine Wahrnehmung. Und ja, ich denke, es ist für eine zukünftige Regulierung sehr wichtig, die Transparenz zu betonen. Wir haben hier klare Befürworter der Transparenz, denn das ist wirklich der erste Schritt, damit man überhaupt weiß, was läuft, was geschieht. Sonst ist es tatsächlich eine Blackbox und man spekuliert, egal ob jetzt alles mit rechten Dingen zu und her geht oder nicht. Und das schadet dem Vertrauen in die Demokratie. Ich denke aber, dass Transparenz nicht als Selbstzweck betrachtet werden sollte und dass es auch weitere Schritte gibt, die sehr wichtig sind, zum Beispiel die Gleichheit. In einer Demokratie haben alle das gleiche Mitbestimmungsrecht und deswegen muss man auch gewährleisten, dass die verschiedenen Gruppen und auch benachteiligte Gruppen einen gleichen Zugang haben zu diesen Entscheidungsträgern. Stärkung des Parlaments, das habe ich bereits erwähnt, ist meines Erachtens auch ein wichtiger Teil einer Reform und schließlich Interessenkollisionen vermeiden. Zum Beispiel, was geschieht, nachdem ein Parlamentarier zurücktritt? Kann diese Person nahtlos in den Privatsektor wechseln? Das ist auch für die Bundesräte eine Frage. Oder besteht hier ein Risiko von Interessenkollisionen? Sollte es eine sogenannte Cooling-off-Period geben, eine Karenzfrist, bis man dann wirklich diese Tätigkeit aufnehmen kann? Also Stichwort Leuenberger im Plenum und solche Dinge. Genau. Ja. Also ich meine, die Frage der Gleichheit der Interessen ist die grundsätzlich demokratietheoretische Frage, oder? Wenn Sie den Zeiger auf Null stellen vor diesen Wahlen, was machen Sie dann, oder? Dann müssen Sie alle Parteien verbieten und müssen verbieten, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten anpreisen, dass sie für diese Interessen oder jene Interessen sich einsetzen. Dann verlosen Sie die Parlamentsmandate. Dann haben Sie die gleichen Chancen, oder? Dasselbe gilt für die Interessen, oder? Versuchen Sie, einen Verein zu gründen für saubere Luft. Da können dann alle profitieren davon, wenn Sie Erfolg haben, oder? Aber wer zahlt Ihnen 500 Franken Mitgliederbeitrag pro Jahr, damit sie da eine starke Lobby finanzieren können? Schwierig. Wenn hingegen die Zahnärzte ihre Gesellschaft organisieren, dann können die 500.000, 4.000 Franken Jahresbeitrag zahlen und eine starke Lobby finanzieren. Oder? Also diese Frage ist demokratietheoretisch an der Basis. Oder? Und jetzt, was haben wir für eine Antwort im System? Wir haben ein Milizparlament. Sie können wählen, Sie können gewählt werden. Sie können in eine Partei oder nicht. Kandidieren können Sie jetzt nicht mehr, es ist etwas zu spät, aber Sie können immerhin wählen, wen Sie wollen, oder? Und dann haben Sie x-mal im Jahr die Gelegenheit, ein Referendum zu machen, wenn Ihnen etwas nicht passt. Sie brauchen 50.000 Unterschriften. Die können Sie entweder selber sammeln oder sammeln lassen. Das ist wieder die Frage des Geldes. Ich denke, wir haben ein recht gutes System, um recht vielen Interessen zu helfen. Natürlich gibt es Interessen, die sich Lobbyisten kaufen können. Aber Sie haben im Normalfall eine Korrekturmöglichkeit als Stimmbürger, als Wählender. Und da sind wir vergleichsweise in einem besseren System als in anderen Ländern, immerhin. Aber das andere ist auf der grünen Wiese die Demokratie neu aufbauen. Das kann man machen, aber wahrscheinlich machen wir das nicht diesen Herbst. Danke, Frau Humpel. Also ich nehme eigentlich gerne noch kurz das Beispiel von Ex-Bundesrat Leuenberger und der Implenia auf.
Da kamen natürlich sofort auch Vorstöße, jetzt muss man regulieren, was ist die Karenzfrist, jetzt kommt natürlich der nächste Vorstoß ja eigentlich auch für Chefbeamte, dass man regulieren muss, die Karenzfrist, dass sie nicht in gewisse Berufe oder Anstellungsverhältnisse gehen dürfen. Also ich habe einfach Mühe damit, weil das Anstand, ich sage es noch einmal wie zu Beginn, kann man nicht gesetzlich verordnen. Und wenn man, wenn die Sensibilität fehlt für solche Mandate nach einer oder bei einem Wechsel, dann mag vielleicht ein Gesetz so etwas verbieten, aber es kommt dann etwas anderes. Aber unsere direkte Demokratie und die Mitbestimmung der Bevölkerung in unserem System hängt ja nicht nur einzig davon ab. Also ich erinnere einfach, als zum Beispiel die Verwahrungsinitiative wurde von wenigen Personen in der Westschweiz initiiert und sie haben eigentlich gegen eine doch große Opposition diese Initiative durchgebracht, ob die jetzt gut ist, ob gut war oder in der Umsetzung, das ist ein anderes Problem. Es ist nur ein Beispiel, wie Aktivitäten, also wie die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in ihrem Bereich oder ihre Interessen durchsetzen können. Jetzt, wie werden Minderheiten oder gibt es Minderheiten, die zu wenig berücksichtigt werden? Also in der Kommissionsarbeit, gerade bei einer Gesetzesvorlage, gibt es auch immer breite Hearings. Es gibt gute Grundlagen, Vorlagen der Verwaltung, das sind eigentlich die sehr gute Informationen, wo man punktuell zusätzliche Informationen oder Verifizierungen nachholen kann. Wir haben jeweils immer breite Hearings, wo möglichst alle Interessenvertreter auch berücksichtigt werden und ihre Vorstellungen präsentieren können für den Meinungsbildungsprozess nachher. Also ich denke, es ist natürlich immer unterschiedlich, aber dass man doch versucht, in der Breite die Interessen, die von einem Gesetz betroffen sind, zu berücksichtigen. Und einfach zu guter Letzt muss ich einfach auch noch klarstellen, es gibt auch einen Overkill von Lobbyismus. Also es gibt gewisse Lobbyisten, denen habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nichts mehr. Und ich glaube, das ist halt auch wieder an einzelnen Parlamentariern einfach die Grenzen zu sagen oder was man will oder auch zu sagen, jetzt, es ist zu viel. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen und auch Ihnen, verehrtes Publikum, für die heutige Diskussion an diesem Abend. Bald werden Sie selbst Gelegenheit haben, darüber zu befinden, wie transparent, wie viel Licht in der Dunkelkammer herrschen soll oder auch nicht, zumindest indirekt, nämlich bei den nächsten Wahlen. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und wählen Sie weise. Informieren Sie sich, wer sich für Ihre Anliegen einsetzt, abhängig oder unabhängig davon, was in der Person betreffende Brieftasche fließt, je nachdem, ob das für Sie relevant ist. Ich darf Sie einladen für die nächsten Veranstaltungen hier im Politforum im Rahmen der Ausstellung Wozu wählen? Und da möchte ich insbesondere hinweisen auf den Wahlsonntag vom 20. Oktober. Da gibt es nämlich hier im Politforum ein Public Viewing mit einer Elefantenrunde, in der wir laufend das Geschehen bzw. die Wahlresultate aus den Kantonen analysieren und kommentieren. Kommen Sie vorbei am 20. Oktober. Von 15 bis spätabends 22 Uhr mit Musik und Live-Auftritten, Wettbüro und verschiedenen kulturellen Anlässen rundherum. Nun sind Sie alle sehr herzlich eingeladen zum Apero. Der findet einen Stock tiefer statt, da wo wir den Spiegelwald normalerweise haben. Und ich möchte Sie aber bitten, mir zu helfen, unseren Podiumsgästen ganz herzlich zu danken für die spannende Diskussion heute Abend. Mit einem Applaus.